1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ja, machen wir es so. Die Post hier muss ja nicht überall, ihr wisst schon, gelb sein und so. Die Post hier bei uns wird einfach rot, orange, gelb. Das sind die Postfarben hier. In Hexenwacht. Und dann passt das schon. Ja gut, ich könnte auch noch gelben Lehm nachfärben. So eng und so arm haben wir es ja, sind wir ja auch nicht da, was das angeht. Ich glaube, das sollte ich wirklich tun, weil der Rest muss schon gelb sein, sonst ist das doof. Naja, gehe ich nochmal schnell hier rüber. Es ist ja nicht mehr so weit. Ich muss ja nicht mehr bis kleinen Timbuktistan laufen, wenn ich irgendwas machen will. Ich habe ja jetzt alles hier. Wo waren die Farbstoffe? Ich habe alles hier, ich muss es nur finden. Das sind noch Farbstoffe. Das sind theoretisch auch Farbstoffe, aber die wollen wir lieber wieder anpflanzen. Hier sind die Farbstoffe. Warte mal, was wir nicht haben. Gelb. Oh. Ja, rot brauche ich keins mehr. Rot habe ich genug. Aber warte, auch dafür habe ich ja meine Mittel und Wege geschaffen inzwischen. Gelbe Blumen. Waren Sonnenblumen denn? Haben die gelbe Farbe abgeworfen? Jo. So, Entschuldigung, ich musste gerade mal mich kurz strecken. Oh, so, jetzt geht's wieder. Sonnenblumen können wir problemlos nachzüchten mit Dingens hier. Oha, der Kuhbestand ist schon wieder ganz schön eng auf dem Haufen. Da müssen wir wieder was tun. Werkbank hin. Das Postamt ist tatsächlich eins, was nicht gerade von den Beamten besetzt wird oder so, sondern vielmehr haben wir hier einfach Postfächer. Und insofern ist auch die Enge dieses Raumes nicht ganz so tragisch. Denn der Postbote aus dem richtigen Postamt in Hunsgrab, der kommt dann hier halt vorbei und holt ab. Deswegen machen wir hier auch den Posteinwurf hin. Und, machen wir mal. Das machen wir mit dem Fußboden. Da
Immer aus gelbem Leben. Jetzt haben wir ja ein bisschen. Passt genau, wunderbar. Sitz passt, wackelt halt Luft. Und dann können wir hier schon wieder die Postfächer hinmachen. Ist fast ein bisschen hoch, ne? Warte, das machen wir mal ein bisschen. Versuchen wir das mal ein bisschen aufzuhübschen. So, was setzen wir denn da für ein Halbding rein? Haben wir jetzt nur das Holz dabei? Geht das? Nimmt das das? Nimmt es. Wo ist die Klappe? Ist die Klappe? Wo ist die Klappe? Da ist die Klappe. Die ganzen Schilder? Hier. Und mein Bett? Hier. Naja, pennen wir mal vor der Post. Vor der zukünftigen. Ein Wuft, ein Wurf. Post, ein Wuft. Was ist denn ein Wuft? Man weiß es nicht, man munkelt nur. Ach ja, Freunde. Ah, hier habe ich natürlich erstmal prompt einen vergessen. Macht nichts, der wird Kies. An mich dringend wieder eine Schaufel besorgen. Das ist gleich Kies, den wir hier verwurschteln können. Insofern, warum verschwenden? Muss ja trotzdem nochmal ins Lager, aber das ist ja nicht schlimm. Ja, muss ich. Ne, muss ich von innen setzen, ne? Genau, ja. So. Zordern von Dragenhort. Opa. Ceron. Sturmwind. Matrix. Schlange. Dune Deinisch.
Player. Das sind ja bisher so die, die wir hier erreichen können. Nico B. Na, jetzt muss hier natürlich noch ein Deckel drauf, irgendwie wieder. Und da machen wir gar nichts Kompliziertes. Da kommt ein kleines Holzdach drauf. Und dann ist hier ruckzuck die neue Poststelle wieder fertig. Boah, was für spannende Musik hier gerade. Ja, und so werden die Gebäude hier nach und nach wirklich so, wie das schon angedacht war. So kommen die alle sehr eng zusammen. Was haben wir denn? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sieht jetzt so ein bisschen aus wie die Läden von einer bekannten Hamburger Kette. Und wir hätten uns da oben den roten auch sparen können, wenn man ihn eh nicht sieht, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Verwendet ist verwendet. Von innen sieht man es ja. Nee, sieht man auch nicht. Egal. Poststelle. Nächste Wacht. So. Und dafür müssen wir jetzt noch ein paar machen. Hatte ich hier nicht eine Werkbank? Doch, da ist eine Werkbank. Aber jetzt ist ja kein Beamter mehr hier, insofern brauchen wir auch keine Workbench mehr. Workbench. Sondern nur noch Holz. Du stehst da so misstrauisch, was hast du denn? Das ist ein Miesepeter, der Grummeltyp da hinten, ne? Grummel, Grummel. Ja, machen wir mal ein paar, davon können wir immer welche brauchen. Wo ich gerade schon mal hier bin, kann ich eigentlich auch noch mal ein paar... paar Schilder machen, weil Schilder brauchen wir auch fürs Lager noch. Da kann die Askari-Kurve hier, nein, die Akazienstufe hier bleiben und das hier kann hier bleiben, weil das brauche ich jetzt auch nicht. Das Bild, das hängen wir drin auf noch. So, und dann ist die Folge auch schon überreif, aber die machen wir jetzt noch schnell fertig. Nach der letzten Zeit sind ja alle Folgen immer viel kürzer gewesen. Jetzt gibt es heute mal wieder eine, die ein bisschen länger dauert. Naja. Mal so, wie es gerade passt. Dann nehme ich nochmal ein paar Truhen mit. Dann können wir nämlich noch ein paar weitere beschriften. Achso, und jetzt brauche ich noch... das, diese Ressource, die ich so wenig habe, wie heißt denn die? Bruchstein, genau. Brauchte ich jetzt eigentlich noch Kies hier? Ne, nur Bruchsteine. So, und hier haben wir noch ein bisschen für externe Post. Da kennen wir ja auch schon ein paar. Die nageln wir mal einfach so an die Wand hier. Zum Beispiel für UFO-Mann in Bruchland.
Und für Shadow Skulls Nibelande. Für eigentlich müssten wir sagen. Ah, ich mache für Flo Flo und Kiri Esmeraldien. Cedric TV in Nemir City. Ich glaube, so wird es geschrieben, ne? Aber da noch ein paar Pässe eingegangen. Und kenne ich noch wen, den ich jetzt vergessen hätte? Sträflichst? Denk. Falls ich wen vergessen habe, seht es mir nach. Das war keine böse Absicht. Ja, damit ist die Poststelle soweit erstmal wieder fertig. Meine Post, die ich hier habe, die nehme ich mal schön mit. Die Teppiche, die nehme ich auch mit. Die brauchen wir jetzt hier nicht verlegen oder so. Sonst komme ich noch in Verlegenheit. So, dann machen wir das Schild hier schon mal dran. Und wenn ich euch vergessen habe, dann sagt mal Bescheid. Fackeln hier drunter, das ist total dämlich. Genau, das machen wir anders. Komm her. So, in der Luft schweben ist doof. Die stellen wir hier einfach drauf ab. So, so. Kommt Matrix noch da dran, Nico B. Kommt alle noch dran, ist klar. Also an Cedric TV in Nemir City. Ach so, natürlich. Na. An, Delfino in Sonnental, so. Sonnental heißt das Örtchen. Und falls sonst noch jemand von mir Post bekommen möchte oder sowas hier oder hier nach Hexenacht Post schicken möchte, dann sagt Bescheid, dann richte ich das Postfach hier noch ein. Viel Platz ist ja nicht, aber wir sind auch nur eine kleine Gegend, deswegen auch nur eine kleine Poststelle. Ausgangspost, wie gesagt, auf der anderen Seite. Die machen wir mal mit Schild hin. Poststelle, damit die Leute, die von draußen kommen, das gleich sehen. Zeron, falls du mal gerade wieder reinschauen solltest. Hier findet sich jetzt die Poststelle, wenn du mir was zu schicken hast. Da kannst du hingeben. So, liebe Freunde, das war es schon wieder. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.